Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute geheime Informationen für euch und für euren Mann, falls ihr ihm unterschwellig Informationen geben möchtet, was er eventuell in euren Adventskalender reinpacken kann. Denn guess what? Catrice hat sich gedacht, wir helfen den Jungs und den Mädels und wem auch immer mal und bringen Sachen raus, die man gut und gerne mal in so einen kleinen Adventskalender befüllen kann. Und ich dachte mir, das Einzige, was ich befülle dieses Jahr, ist mein Magen und meine Make-up-Kisten. Und wir schminken daraus einfach einen Look. Es gibt 2 Lidschattenpaletten, 2 Highlighter, 2 Glosse, 3 Nagellacke, Pinsel, Aufkleber, eine ganze Menge. Völlig egal, wir schminken daraus heute einen Look, damit ihr wisst, oder eure Boys, oder eure Männer, oder eure Frauen, damit jeder weiß, ob die Sachen gut sind oder nicht. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet ein wunderschönes Wochenende und startet mit mir freudig in ein neues Video. Ich bin bereit. Ich habe es heute, glaube ich, so ein bisschen übertrieben. Aber ich fühl's. Freunde, der Herbst ist da. Man kann wieder mehr Make-up tragen. Und ich glaube, so viel Make-up, wie ich jetzt drauf habe, habe ich in den letzten 10 Monaten nicht drauf gehabt. Freunde, wie geht es euch? What's poppin'? Ich bin richtig, richtig happy. Kleine Ankündigung habe ich für euch bezüglich des Restocks. Die Sachen sind angekommen, die Sachen sind verpackt. Es dauert noch einen Moment, bis die Sachen dann in den Shop eingepflegt werden. Aber die Mischplatten sind wieder da. Die sind bereits im Shop. Die Schwämme kommen noch. Das dauert ein bisschen, weil ich ja mittlerweile auch mit Retailern zusammenarbeite. Und einen kennt ihr schon, das ist Kosmetik for Less. Den anderen habe ich euch noch nicht verraten. Aber es ist bald soweit. Und jetzt kommen wir zu den Produkten. Ich habe schon ein bisschen was drauf gemacht, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen. Ich will die Videos nicht 20 Minuten lang machen, um dann 2 Lidschattenpaletten auszutesten. Wir haben, wie eben schon angekündigt, 2 Lidschattenpaletten. Einmal in so einem schönen Warmtone, Rot und Braun. Sieht super, super süß aus. Dann haben wir hier eine etwas kühlere in die... Ja, das ist eine kühle Palette, aber der Ton hier oben ist so ein schimmerlila Lilac-Ton. Es gibt 2 Highlighter, 2 Lipglosse, 2 Pinsel... 3 Nagellacke habe ich nicht gekauft, so Face-Sticker habe ich auch nicht gekauft, aber alles zwischen 1,99 und 3,99. Muss ich sagen, das ist in Ordnung, auch so um einen Adventskalender zu befüllen. Die Pinsel sind gut, das ist alles eine kleine Größe, kann man in jeden Adventskalender eigentlich mit reinmachen. Ich finde die Idee sehr, sehr süß, das habe ich so auch noch nicht gesehen, dass es extra eine Limited Edition für Produkte für einen Adventskalender gibt. Sonst gibt es immer nur so Weihnachts-LEs oder Adventskalender von den eigenen Marken. Aber das sind speziell dafür angefertigte Produkte. Das sieht man auch am Packaging. Das ist alles sehr weihnachtlich, sehr, ja, clean, aber trotzdem modern. So diese Pastelltöne mit dem Gold. Optisch gefällt mir das Ganze sehr, sehr gut. Ich hoffe aber, dass wir uns optisch auch gleich gefallen. Und deswegen starten wir als erstes mit den Lipglossen. Denn meine Lippen sind crusty. Dreimal dürft ihr raten, welchen Liquid Lipstick ich drauf habe. Kylie Cosmetics. Und der ist halt einfach extrem trocken, finde ich. Deswegen starte ich als allererstes mit dem durchsichtigen Lipgloss auf der einen Seite. Da wird jetzt nicht viel passieren. Aber das soll ein Mini-Volumizing Lip Booster sein mit Menthol. Also das sind diese klassischen Catrice Lip Booster, die es gibt. Ich mag die persönlich sehr gerne, weil sie nicht zu stark sind. Ich habe, oh Gott, muss ich euch erzählen. Freunde, ich muss mir erstmal wieder meine Latschen anziehen. Ich habe vor einer Woche ein Paket bekommen. Ich habe es euch noch nicht bei Instagram gezeigt, weil ich die Sachen einfach erstmal durchtesten möchte. Und da war auch ein Lip Booster drin. Und ich habe den auf die Lippen gemacht. Oh, ich bin fast gestorben. Freunde, es waren Schmerzen an meinen Lippen, die ich so noch nie erlebt habe. Ich sah danach aber auch wirklich aus wie Dolly Buster. Oder Dolly Parton? Nee, Dolly Buster. Das sind die von Catrice definitiv nicht. Wir haben hier einmal den durchsichtigen, schöner Gloss-Effekt. Mag ich gerne. Riecht auch ganz, ganz leicht nach Menthol. Da kann ich jetzt nichts Spannendes zu reviewen, weil das sind wahrscheinlich die klassischen Formulierungen einfach nur in klein und in süß für unterwegs. Optisch, wie gesagt, gefällt mir das Ganze sehr gut. Sehr klein, sodass man es überall mit reinpacken kann, aber auch, ja, süß. Und jetzt nehmen wir einfach mal die andere Farbe. Die ist nämlich so ein bisschen leicht in die Rosé-Richtung und die heißt Delicate Nude Lips. Was ich nicht mag, sind diese kleinen Füßchen und diese kleinen Öffnungen, weil dann immer sehr wenig rauskommt. Aber ihr seht, ne, das ist ein ganz, ganz zarter Gloss-Effekt. Auch im Vergleich hier zu der Seite. So könnt ihr es sehen. Der durchsichtige ist natürlich noch ein bisschen glossiger.
Ich glaube, dass mir der durchsichtige sogar ein bisschen besser gefällt in der Kombination, wie ich jetzt die Lippen drunter habe. Ich glaube, wenn man eine recht helle Lippe hat, dann kann man den auch nehmen. Meine waren jetzt aber recht dunkel. Deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal mit dem durchsichtigen rüber. Der ist auch so ein bisschen viskoser, ein bisschen flüssiger. Schön. Ja, Lipgloss halt, ne? Liebe ich im Moment. Ich weiß nicht, im Sommer kann ich kein Lipgloss tragen, ne? Aber im Winter oder im Herbst, Winter so, I love it. Lipgloss ist gut, süße Sache. Kommen wir zu den Highlightern, Freunde, und ich rutsche mal ein Stückchen näher ran. Ich habe hier einmal die Farbe Pink Crystal Glow. Sieht einmal so aus, sieht aber nicht so pink aus, ne? Also, das ist eher so ein heller Champagnerton, wobei so einen leichten pinken Unterton in der Seite hat er. Und auf der anderen Seite haben wir noch die Farbe Lilac Frozen Glow. Auch der sieht jetzt optisch nicht so lila aus. Hier auf der Hand. Okay, also der ist wesentlich heller und man sieht nur so einen ganz, 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 ganz zarten Schein an Highlighter, wenn man das Licht so ein bisschen dreht. Ich glaube, ich gehe mit dem Pink Crystal Glow einmal ins Gesicht. Der ist ein bisschen dunkler, der andere ist sehr hell. Also wie gesagt, lasst euch von den Namen definitiv nicht abschrecken, weil so intensiv ist das nicht. Also das sieht jetzt nicht aus wie ein lila Highlighter. Finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Es gab mal von Essence, glaube ich, eine LE. Oh, Mermaid? Die kleine Meerjungfrau oder so? Ich weiß es nicht. Oh, das Ding war lila und blau und es sah aus, als hättest du dich geprügelt. Der hier nicht. Ich trage ihm jetzt ein. Ich habe lange kein Highlighter mehr aufgetragen, fällt mir gerade auf, ne? Oh, wow. Das ist definitiv zu viel. Ich blende das mal so ein bisschen aus. Sehr, sehr spiegelnd. Sehr, sehr spiegelnd. Also hier nochmal im Vergleich, ne, Kontur ist auch so ein bisschen geworden, wie ein Knoppers an der Seite einmal lang gerutscht. Krasser Highlighter, definitiv. Ich nehme jetzt nichts Neues auf und wir tragen es hier noch einmal auf. Und selbst das reicht schon, ne, um so einen schönen Glow-Effekt zu kriegen. Aufbauen braucht man den nicht. Der ist da, der bleibt auch. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin so mit so richtig, richtig Highlightern im Moment so ein bisschen übersättigt gewesen. Bin eher so auf diesen Face-Glow-Dingern. So, kennt ihr diese Hourglass-Dinger? Die sind ja auch so ganz, ganz zart und geben nur so ein bisschen Bewegung ab. Ist super, super schön. Versteht mich nicht falsch, ne? Aber das ist schon eine Menge. Ich nehme noch ein bisschen ab davon. Das ist. Hättet ihr das mal gedacht? In den 15 Milliarden Jahren, die ich jetzt hier YouTube mache, dass ich irgendwann sage, Highlighter ist mir zu viel. Krasser Highlighter, definitiv. Kann ich mir sehr, sehr gut als Inner Corner Highlighter vorstellen, weil das halt sehr, sehr wet ist. Nicht so flaky wie die klassischen Lidschatten, die Schimmer-Lidschatten fürs Inner Corner, sondern einfach nur Glow unter der Augenbraue. Mega. Okay, Freunde. Was sagen wir? Wenn ich ein bisschen näher rankomme, dann sieht es nicht mehr ganz so verrückt aus, oder? Ich habe hier zwei kleine Pinsel. Muss ich sagen, super, super süß. Vor allen Dingen für unterwegs. Wenn man, weiß ich nicht, mal bei einer Freundin oder beim Lover oder sonst wo übernachtet hat, wo auch immer ihr übernachtet habt, dann ist so ein kleiner Pinsel ganz cute. Schöne Farbe. So ein bisschen gefrostet, dass es kommt in der Kamera nicht ganz so rüber. Ein recht kühler Goldton. Synthetisch, vegan, selbstverständlich. Fühlt sich gut an. Ich bin gespannt, wie er blendet. Und dann haben wir noch, das fand ich super, super gut, einen sehr, 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 sehr kleinen Pinsel, der so ein bisschen in die lila Richtung geht. Damit kann man sehr, sehr gut entweder eine Cut Crease ziehen, die Cut Crease definieren oder hier unten einfach arbeiten. Das ist wirklich wie so ein kleiner Pinsel, mit dem man einfach sehr detailliert arbeiten kann. Wir starten mal mit dem großen und mit der warmen Lidschattenpalette. Und ich gehe als erstes in diese Farbe hier. Die haben keinen Namen, finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Pinsel nimmt gut Produkt auf. Süße Farbe, schöne Transition Shade. Ich bin ja im Moment eh so ein Freund von diesen. Hater würden sagen langweilig. Ich sage erwachsen ästhetisch in Farben, ne? Also dieses zarte Beige-Töne, diese zarten Rosé- und Brauntöne mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Die einfach so ein bisschen grob dahingegeben. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht mit damit auf die andere Seite gehe. Hat ein bisschen Kickback. Ich gehe noch ein bisschen in diesen Rosaton rein, um das hier oben etwas weicher auszublenden. Davon sieht man jetzt nicht mehr ganz so viel. Aber ist eine sehr, sehr schöne Farbe für diese monochromatischen Looks, glaube ich, sehr gut. Ich nehme jetzt meinen kleinen Packing Brush und gehe in diesen dunkelbraunen Ton und setze mir die Farbe hier außen hin. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. Dann könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Also die Farbe von eben ist recht zart, eine perfekte Transition Shade.
Und das ist dann auch hier schon die dunkelste Farbe. Ich muss so ein bisschen darauf achten in meinen Looks, finde ich, dass ich nicht zu dunkel werde. Weil manchmal ist für mich das Dunkelste einfach immer schwarz. Das ist dann aber sehr intensiv und vielleicht nicht mehr ganz so alltagstauglich. Deswegen probiere ich jetzt einfach so kleine, zarte Bewegungen und leichte Abdunklungen zu haben. Ich gehe nochmal mit dem rein, was ich an den Pinseln recht gut finde. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch. Ich dachte, dass die sehr, sehr fipselig sind. Aber dadurch, dass sie so fipselig sind, kommt man sehr, sehr gut hier ran und kann sehr präzise hier am Auge ausblenden. Und so ist das völlig in Ordnung, sehr zart. Ich glaube, wenn man den Lidschattenprimer von Essence und Merve benutzen würde, ich finde ihn jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, dann wäre das Ganze nochmal richtig intensiv. Aber ich möchte heute wirklich alltagstaugliche Look schminken. Ihr habt mich darum gebeten, die letzten Videos waren halt bunt und viele mochten das auch, aber ich glaube, dass das einfach nicht unbedingt tragbar ist für den Alltag, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann es schön aufbauen und dann einfach hier nochmal so ein bisschen lang gehen. Und dann nehme ich mir meinen Finger und swatche erstmal diesen Schimmerton extrem weich. Sehr schön. Ich hätte gedacht, dass das nicht unbedingt so in die Palette passt. Wisst ihr? Also, versteht ihr, was ich meine? Das, in meinen Augen natürlich, ne? Das sind eher so rosige Töne und das ist so ein richtig krasses Kupfergold. Deswegen gehe ich jetzt nochmal mit dem anderen rosanen Schimmerton hier einfach rüber und passe das so ein bisschen an. Und dann wird das Ganze schon sehr Luxus, ne? So ganz zart, aber trotzdem schimmernd. Sehr, sehr schöne Schimmertextur, muss ich sagen. Also, das ist nicht so ein zarter Schimmer, sondern wirklich so ein intensiver Ton. Wir machen erstmal unten. Ich gehe einfach hier in den dunklen Ton rein, klopf ab und setze mir das hier hin. Also ich glaube, wenn man einen richtig intensiven Look haben möchte, dann kann man auf jeden Fall eine Lidschattenbase benutzen. Heute möchte ich es aber. So ein schönes Weihnachtsparty-Make-up. Ganz, ganz dezent. Auf der anderen Seite haben wir die Iced Lilac Collection. Die gefällt mir richtig, richtig gut von den Farben her. Die ist auch ähnlich, aber definitiv nicht gleich, ne? Also das sind alles sehr zarte Farben. Wir starten mal mit dem hellen Ton hier heute mal. Sieht man bei mir nicht so krass, aber man kann es erahnen. Sehr, sehr zart. Zum Ausblenden wahrscheinlich perfekt. Deswegen gehe ich jetzt einfach hier in den Ton rein erstmal. Die haben ein bisschen Kickback, fällt mir auf, aber es liegt auch ein bisschen an dem Pinsel. Wo ist denn mein Pinsel? Einmal. Ach, der ist in der Wäsche. Wir nehmen einfach mal jetzt hier den Pinsel. Das ist nicht meiner, aber im Guter eigentlich. Und trage mir die Farbe auf. Auch hier ist das Ganze wieder so ein bisschen zarter. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt oder nicht, so diese zarten Farben. Ich finde es eigentlich mal ganz schön. Es muss halt nicht. Also, ich denke immer so ein bisschen in den Reviews nach, okay, wie seht ihr das? Was haben wir denn mittlerweile schon zu Hause? Ich zeige euch ja mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr viel. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir einfach schon alles zu Hause haben und jetzt halt nicht mehr nochmal Neon und nochmal Grün und nochmal Blau und dies und das und jenes haben, sondern einfach auch neue Texturen haben wollen. Ihr seht das ja in den neuen LEs, auch von Essence, diese Bubbles und so oder diese texturierten Farben. Das ist halt einfach mal etwas, was das Ganze wieder so ein bisschen spannender macht. Und da bin ich ein großer, großer Fan von. Ich gehe jetzt ganz leicht nur in den Braunton rein, um das hier so ein bisschen abzudunkeln. Und möchte an der Seite jetzt nicht mehr machen. Ich nehme jetzt mal meinen Finger und gehe hier. Wow, schöner Ton. So ein ganz klarer Frostton. Ich nehme noch mal einen kleineren Pinsel und gehe hier in das Braun und definiere mir hier die Lidfalte ein bisschen besser. Also Kickback ist in den Paletten ein bisschen stärker als sonst. Aber wie gesagt, habe ich neulich auch schon gesagt, bei 3 Euro ist mir das fast egal. Ich ziehe mir meinen Eyeliner, mache ein bisschen Mascara auf. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look. Ich habe auf dieser Seite einen braunen Eyeliner gezogen. Ich habe dazu den hier, den von Fenty benutzt. Und auf der anderen Seite einfach den von Essence. Wo ist er? Hier, den 20 Forever Ink Liner. Passte so ein bisschen besser als braun. Ich finde, so mit Mascara und Eyeliner funktioniert das Ganze auch sehr, sehr gut, wenn es ein bisschen intensiver sein soll. Ihr kennt mich, ich mag es zwar intensiv, aber auch eher soft. Ist eine Kombination, die nicht unbedingt funktioniert, aber mit so einem Eyeliner, einem leichten Braun vielleicht, funktioniert das Ganze bei mir persönlich sehr, sehr gut. Auch der Gloss sieht sehr, sehr schön aus. Die Lippen fühlen sich nicht
aufgeplatzt an oder so angegriffen. Und der Highlighter ist eine Menge. Den kann man mit Sicherheit sehr, sehr gut im Inner Corner auch benutzen. Probieren wir mal. Boom. Hat mir sehr gut gefallen. Bei den Pinseln weiß ich nicht, ob die unbedingt für den Alltag was sind, weil sie einfach sehr, sehr klein sind. Aber für so Detailarbeit sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie euch die RE gefällt. Vielleicht habt ihr sie auch schon bei Instagram bei mir oder bei anderen gesehen. Ich bin super gespannt auf eure Meinung dazu. Schreibt mir gerne ein kleines Feedback in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!